Hausaufmeister, mein Herr Haushofmeister, Sie suche ich im ganzen Hause. Womit kann ich dienen? Muss allerdings bemerken, dass ich pressiert bin. Die Vorbereitungen zur heutigen großen Assemblée im Hause des reichsten Mannes in Wien, wie ich meinen gnädigen Herrn wohl betiteln darf. Ein Wort nur. Ich höre soeben, was ich allerdings nicht begreifen kann. Und das wäre? Und was mich in erklärliche Aufregung versetzt. In Kürze, wenn ich bitten darf. Dass bei der heutigen festlichen Veranstaltung hier im Palais nach der Operaseria meines Schülers kaum traue ich meinen Ohren noch eine weitere, und zwar gleichfalls sozusagen musikalische Darbietung in Aussicht genommen ist. Eine Art von Singspiel oder niedrige Posse in der italienischen Buffo-Manier. Das kann nicht geschehen. Kann nicht? Wieso? Darf nicht. Wie beliebt? Das wird der Komponist nie und nimmer gestatten. Wer wird? Ich höre gestatten. Ich wüsste nicht, wer außer meinem gnädigen Herrn, in dessen Palais Sie sich befinden und Ihre Kunstfertigkeiten heute zu produzieren, die Ehre haben, etwas zu gestatten, geschweige denn anzuordnen hätte. Es ist wieder die Verabredung. Die Operaseria Ariadne wurde eigens für diese festliche Veranstaltung komponiert. Und das ausbedungene Honorar wird nebst einer munifizenten Gratifikation durch meine Hand in die ihrige gelangen. Ich zweifle nicht an der Zahlungsfähigkeit eines steinreichen Mannes. Für den Sie samt Ihrem Eleven Ihre Notenarbeit zu liefern die Auszeichnung hatten. Was dann steht noch zu Diensten? Diese Notenarbeit ist ein ernstes, bedeutendes Werk.
Es kann uns nicht gleichgültig sein, in welchem Rahmen dieses dargestellt wird. Jedennoch bleibt es meinem gnädigen Herrn, summo et unico loco überlassen, welche Arten von Spektakel er seinen hochansehnlichen Gästen, nach Vorsetzung einer feierlichen Kollation, zu bieten gesonnen ist. Zu diesen, die verdauen und fördern Genüssen, rechnet sie demnach die heroische Oper Ariadne. Zuvörderst diese, danach das für Punkt 9 Uhr anbefohlene Feuerwerk und zwischen beiden die angeschobene Opera Buffa, womit ich die Ehre habe, mich zu empfehlen. Soll ich das meinem Schüler beibringen? Hier finde euer Gnaden die Mamsell Zerbinetta. Sie ist bei der Toilette. Ich werde anklopfen. Lass er das sein, hier Das ist die Sprache der Leidenschaft, verbunden mit einem unrichtigen Objekt. Lieber Freund, verschaffen Sie mir die Geige! Richten Sie ihnen aus, dass Sie sich hier versammeln sollen zu einer letzten kurzen Verständigungsprobe. Die Geigen werden schwerlich kommen. Erstens, weil sie keine Füße nicht haben. Und zweitens, weil sie in der Hand sind. Aber wenn ich sage, die Geigen, so meine ich die Schwäne. Ach so, die sind aber jetzt dort, wo ich auch hin sollt. Und wo ich gleich sein wird, anstatt mich da mit ihnen aufzuhalten. Wo ist das? Bei der Tafel. Jetzt, eine Viertelstunde vor Anfang meiner Oper beim Essen. Wenn ich sag bei der Tafel, so meine ich natürlich bei der herrschaftlichen Tafel, nicht beim Musikantentisch. Was soll das heißen? Aufspielen tun Sie. Herr Peter, sind also für Sie derzeit nicht zu sprechen. So werde ich der Moselle die Arme der Juden repetieren. Hier ist nicht die Demoiselle drin, die Sie suchen. Diejenige der Moselle aber, die hier drin ist, ist für Sie ebenfalls nicht zu sprechen. Also wer ich bin, wer in meiner Ruhe, was Sie ist für mich jederzeit zu sprechen. Mein wertester, Sie alle bringen's, muss ich sprechen.
Ihr missliches Betragen kann ich belächeln, nur einer angeborenen Gemütsauffallung zu rechnen. Mein wertester habe meinerseits keine Ursache, wegen meiner Leistungen vor Ihnen zu erröten. Und der Herr leichte Stückel Schreibpapier hätte mir gern was aufnotiert. Ich vergesse nämlich gar leicht. Kann nicht dienen. Erst nach der Oper kommen wir daran. Es wird keine kleine Mühe kosten, die Herrschaften Lache zu machen, wenn sie sich erst eine Weile gelangweilt haben. Oder meinen Sie, es wird mir gelingen? Schnell, lieber Freund, eine Lakai zu mir! Ich muss unbedingt sofort den Grafen sprechen! Du kannst jetzt nicht eintreten. Sie ist beim Frisieren. Wer ist dieses Mädchen? Sie werden gleich das Spiel haben, Mademoiselle. Die Oper ist langweilig über die Begriffe. Und was die Einfälle anlangt, so steckt in meinem linken Schuhabsatz mehr Melodie als in dieser ganzen Ariadne auf Naxos. Wer ist diese entzückende Mädchen? Umso besser, wenn sie dir gefällt. Es ist die Zerbinetta. Sie singt und tanzt mit vier Partnern das lustige Nachspiel, das man nach deiner Oper gibt. Nach meiner Oper! Ein lustiges Nachspiel, den so drinnen geschenkt werden und zwei neue Rede nach Anlage. Sag mir's! Ich bitte dich um alles! Das Geheimnis des Liebens tritt an sie heran. Nimm sie bei der Hand. Und sie bestellen sich ein Opfer zu beten, um das Nachgebet ihrer Heiligkeit aus ihrem Mund zu tun. Leichtfertige Töne vorzuspielen. Ich will dich nicht beruhigen. Ein weiteres Nachspiel, ein Übergang zu ihrer Gemeinheit. Dieses maßlos ordinäre Volk, welche Brücke nun aus meiner Welt hinüber in die Sonne.
verlobten Freunde. Jetzt einen Spiegel, mein Rot, meine Krähe. Und du hast es gewusst, du hast es gewusst. Mein Freund, ich bin halt 30 Jahre älter als du. Und hab halt gelernt, mich in die Welt zu schicken. Wer so an mir handelt, er ist mein Freund gewesen, 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 gewesen. Haben Sie nach dem Grafen geschickt? Pfui, was gibt's denn da für Erscheinungen? Uns mit dieser Sorte von Leuten in einen Topf? Weiß man hier nicht, wer ich bin? Wie kommt er denn raus? Wenn so langweilig ist, dann hätte man doch uns zuerst auftreten lassen sollen. Bevor Sie übellaunig werden, haben Sie sich erst eine Stunde gelangweilt. So ist es doppelt schwer, Sie lachen zu machen. Im Gegenteil, man kommt vom Tisch, man ist beschwert und wenig aufgelegt. Man macht unbemerkt ein Schläfchen, klatscht dann auf Höflichkeit und um sich wach zu machen. Indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt, sagt man sich. Die Ungetreue zerrt wieder und ihre vier Liebhaber. Ein heitres Nachspiel mit Tänzen, leichter gefällige Melodie, ja eine Handlung, klar wie der Tag. Da weiß man, woran man ist, das ist unser Fall. Da sagt man sich, da wacht man auf, da ist man bei der Sache. Wenn die in ihren Karossen sitzen, wissen sie überhaupt nichts mehr, als dass sie die unvergleichliche haben tanzen sehen. Erzürnen Sie sich nicht, nichts und wieder nichts. Ariadne ist das Ereignis des Abends. Um Ariadne zu hören, versammeln sich Kenner und vornehme Personen im Hause eines Reisebetriebs. Ariadne morgen wird überhaupt niemand mehr wissen, dass es außer Ariadne noch etwas gegeben hat. Die Herrschaften stehen von Tisch auf, man sollte sich hier beeilen. Meine Damen und Herren an ihre Plätze! Allen habe ich eine plötzliche Anordnung meines gnädigen Herrn auszurichten. Ist schon geschehen. Wir sind bereit, in 3 Minuten mit der Oper Ariadne anzufangen. Der gnädige Herr haben sich nunmehr wiederum anders besonnen. Es soll also nicht mit der Oper begonnen werden. Was ist das? Um Vergebung, wo ist der Herr Tanzmeister? Ich habe einen Auftrag meines gnädigen Herrn für Sie beide. Was wünscht man von mir? Mein gnädiger Herr, belieben, das von ihm selbst genehmigte Programm umzustoßen? Jetzt im letzten Moment, das ist doch ein starkes Stück. Umzustoßen? Und folgendermaßen abzuändern. Das Nachspiel wird Vorspiel. Wir geben zuerst die ungetreue Terminetta. Dann Ariane, sehr vernünftig. Um Vergebung, die Tanzmaskerade wird weder als Nachspiel
noch als Vorspiel aufgeführt, sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Ist dieser reiche Herr besessen? Will man sich über uns lustig machen? Sind die Leute wahnsinnig? Ich muss augenblicklich den Grafen sprechen. Es ist genau so, wie ich es sage. Wie sie es machen werden, das ist natürlich ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um eine solche kleine Änderung auf 1-2 durchzuführen. Es ist nun einmal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Muss ich mich übereilen? Und zwar so, dass die ganze Vorstellung deswegen auch nicht einen Moment länger dauert. Denn für Punkt 9 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten anbefohlen. Ja, wie um aller Götter willen stellt sich denn seine Gnaden das vor? Eine innere Stimme hat mir von der Fliege an etwas derartiges vorausgesagt. Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er ein Spektakel bezahlt, sich auch noch damit abzugeben, wie es ausgeführt werden soll. Seine Gnaden ist gewohnt, anzuordnen und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit 3 Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie das seinige ein so jämmerlicher Schauplatz wie eine wüste Insel ihm vorgestellt werden soll, und ist eben, um dem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, diese wüste Insel durch das Personal aus dem anderen Stück einigermaßen anständig staffieren zu lassen. Das finde ich sehr richtig. Es gibt nichts Geschmackloseres als eine wüste Insel. Ariadne auf Naxos, Herr! Sie ist das Sinnbild der menschlichen Einsamkeit. Eben darum braucht sie Gesellschaft. Nicht um sich, es ist mir. Vergebung, aber ich bitte sich höchlich zu beeilen. Die Herrschaften werden sogleich eintreten. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, wenn man 2 Stunden Zeit hätte, um über die Lösung nachzudenken. Darüber musst du nachdenken, wo menschliche Gemeinheit stirbt wie du einem entgegen. Und versuchen wir verloren. Was wir hier verloren haben, die 50 Dukaten unter anderem, von denen das nächste halbe Jahr zu leben gedacht ist. Ich habe nichts mit dir. Warum sie
sie beide einem so vernünftigen Vorstand solch übertriebene Schwierigkeiten entgegensetzen? Meinen Sie im Ernst, es ließe sich machen? Nicht leichter als das. Die Oberen hält Längen, gefährliche Längen. Man lässt sie weg. Diese Leute wissen zu improvisieren, finden sich in jede Situation. Still, wenn er uns hört, begeht er Selbstmord. Fragen Sie ihn, ob er seine Operliebe heute ein wenig verstümmelt hören will oder ob er sie niemals hören will. Schaffen Sie ihm Tinte, Feder, einen Rotstift, was immer. Es handelt sich darum, Ihr Herz zu retten. Lieber ins ihre erste Aufführung mit noch ganz anderen Opfern erkauft. Meinen Sie, hat er recht? Doch, darf ich denn, muss ich denn? Sehen Sie zu, dass er genug streicht. Ich rufe indes Zerbinetta. Wir erklären ihr in zwei Worten die Handlung. Sie ist eine Meisterin im Improvisieren. Da sie immer nur sich selber spielt, findet sie sich in jeder Situation zurecht. Die anderen sind auf sie eingespielt. Es geht alles wie am Spürchen. Der Ariadne müssen Sie streichen. Sehen Sie zu, dass er dem Bacchus einiges wegnimmt. Man erträgt es nicht. Sie behalten alles Erlösung. Wenn diese Frau unaufhörlich auf der Bühne steht, nimmt ihr zwei Arien weg, ihnen keine Note. Verraten Sie mich nicht, er nimmt den Bacchus die halbe. Diese Ariane ist eine Königstochter. Sie lassen ist Sie mit sich einem nichts merken. Theseus entfloh, den sie vorher das Leben gerettet hat. So etwas gezählt von aus. Theseus wird ihrer Überdrüssigen, lässt sie bei Nacht auf einer wüsten Insel zurück. Doch das ist, muss sein. Nein, das schon. Doch sehe er sich in Sehnsucht und wünscht den Tod herbei. Den Tod, das sagt man so. Natürlich meint sie einen anderen Verlust. Natürlich, nun kommt's ja auch. Gott Bacchus, der zu ihr kommt. Als ob man das nicht wüsste, nun hat sie fürs nächste Jahr, was sie braucht. Sie hält ihn für den Todesgott. In ihren Augen, in ihrer Seele ist er. Was er weiß, macht
wir spielen mit in dem Stück Ariadne auf Naxos. Das Stück geht so. Eine Prinzessin ist für ihren Bräutigam sitzen gelassen und ihr nächster Verehrer ist vorerst nicht angekommen. Die Bühne stellt eine wüste Insel dar. Wir sind eine muntere Gesellschaft, die sich zufällig auf dieser wüsten Insel befindet. Ihr richtet euch nach mir und sobald sich eine Gelegenheit bietet, treten wir auf und mischen uns in die Handlung. Thank you.
Damen und Herren, Ariadne, Zerbinetta, Scaramuccio, Harlekin. Auf die Szene, wenn ich bitten darf. Ich soll mit dieser Person auf einer Szene stehen. Worum denken Sie? Seid mal herzig, bin ich nicht Ihr alter Lehrer. Sagen Sie mir die Kreatur von der Bühne, oder ich weiß nicht, was ich tue. Hätten Sie eine bessere Gelegenheit, als auf der Bühne ihr zu zeigen, welch unermesslicher Abstand zwischen Ihnen befestigt ist. Abstand? Eine Freund, hoffe ich. Legen Sie diese Welt in jede Gefährde, und man wird Ihnen anbeten zu fühlen. Oh!
Oh.
Hassen, offen sagen, alle Lust und alle Qual, alles kann ein Herz ertragen, einmal um das andere Mal. Aber weder Lust noch Schmerzen abgestorben, auch der Pein, das ist tödlich deinem Herzen. Und so musst du mir nicht sein, musst dich aus dem Dunkel heben, wär es auch. Menschliches Wesen mich so gerührt. Was geht es dir mit jeder Frau?
Und dir vielleicht nicht mit jedem Mann. Nichts rein,
allzu sehr ertrauern ihn. Was immer Böses widerfuhr, die Zeit geht hin und hielt die Spur. Wir wissen zu achten der Liebe leid, doch drüber schmachten was wollen wir allein. Wir wissen zu achten der Liebe leid, wir wissen zu achten der Liebe leid, wir wissen zu achten der Liebe leid. Es gilt, ob tanzen, ob singen, Taube von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Es trocknet Tränen, die schweigende Sonne. Es gilt, ob tanzen, ob singen, Taube von Tränen zu trocknen, schönes Auge. Schwingen, tanzen und singen, weder eine noch andere, nur eine oder andere gefielen mir schon. Es gilt, ob tanzen, ob singen, tanzen und singen.
diesen Fels und diese Venen haben. Prinzessin, hören Sie mich an, ich sehe Wir müssen immer ein neues Beklommenes Stahl.
Aber tauben Ohren. Ja, scheint, die Dame und ich sprechen verschiedene Sprachen. Es scheint so. Es ist die Frage, ob sie nicht schließlich lernt, sich in der meinigen auszudrücken. Wir wollen es abwarten, was wir aber nicht abwarten wollen. Wofür hältst du mich? Für ein entzückendes Mädchen, dessen Beziehungen zu mir dringend eine Belebung bedürfen. Unverschämter! Und außerdem hier, zwei Schritte von der Wohnung der Prinzessin. Warum? Es ist eine Höhle. Sehr viel. Sie hat kein Fenster. Ich glaube, wäre es wirklich fähig. Zweifel nicht zu allem. Zu denken, dass es Frauen gibt, denen er eben darum gefiele. Und zu denken, dass du von oben bis unten eine solche Frau bist. Lieber Gott, wenn du wirklich wolltest, dass wir denen widerstehen sollten, warum hast du sie so verschämt? Thank you.
eine störrische zu trösten, lass das peinliche Geschäft. Will sie sich nicht trösten lassen, sie sich nicht trösten lassen, lass sie weinen, sie hat recht. Doch ich bin störrig nicht, gibst du ein gut Gesicht. Ach, ich verlang nicht mehr, freu mich so sehr. Auf dieser Insel gibt's hübsche Plätze, komm, lass dich führen, ich weiß Bescheid. Wär nur ein Wagreinpferdchen nur mein, hätt ich die Kleine bald vor allein vergeudet, Augen und Hände. Im Stillen hier auf das Ende. Immer ein Müssen, niemals launen, immer ein neues und sägliche Schauen. Ich bin nicht starr, ich laure im Stillen. Hätt ich das Mädchen, ich wüsste Bescheid, sofort, wie sie vergrünen, Augen und Hände, laut ich im Stillen, hier auf das Ende. Ich bin nicht stärker, ich bin Bösen, hätt ich das Mädchen, Ein,
Oh,
Solch eine Zeit.
kennst du mich denn? Du hast mit deinem Namen mich gegrüßt. Nein, der bist du nicht. Mein Sinn ist leicht verwirrt. Wer bin ich denn? Der Herr über ein Schiff. Nun, ich lebe fort von hier mit diesem Herzen. Es ist so nicht mehr Nütze auf der Welt. So willst du mit mir gehen auf mein Schiff? Ich bin see.
mich Wesen, das vor mir steht, hör mich du, die Sterne.